Ja. Yes, sir. Ja, ey, sag mal an, wo wir sind oder so. Wir sind hier bei Nova Events in Köln. Wir sind hier, wir haben es finally geschafft. Hat das Ding noch eine Cam? Ist das nicht die dafür? Doch, doch. Ah. Aber wir sind auf jeden Fall hier. Bilal hat uns reingeholt. Shoutout Nova Studios. Shoutout Bilal. Da hinten. Wir machen jetzt hier einen kleinen Vlog und schauen uns das Konzert an. Wer spielt? Die Lit Kids natürlich am Start. Oh. CC Represent. Ja, du kannst auch ein Foto von Merkel machen, das ist unbedingt. Oh, Consumer Man. Was geht, Bro? Ich sitze hier neben dem Legendary Luki. Wir sind hier. Auch hier. Wir haben uns reingeschlichen einfach. Wir sind einfach bei unseren Homies einfach mit durch. Und dann hat der Man, der LTB, dieses geregelt. Wir haben sein Blessing gehabt. Es geht hier im Küppchen ganz gemütlich, ja, rauchen. Ne? Hier auf entspannt. Ganz entspannt. Kann man auch mal machen, ne? Und wen werden wir heute sehen, Jungs? Wer ist denn so da? Erzähl doch mal. Bro, I don't know. Ich glaube, Dusi ist da. Ich glaube, Litkids. Litkids sind da? Ja. Ja. Barack Obama. Wer ist noch am Start? Bro, ich hab's von mir einfach Lando. Lando wird mit. Lando Dusi. Rotzer, Absent. Was ist mit Acid Frank? Was ist mit Acid Frank? Wo ist Acid Frank? Irgendwo Acid Frank? Hey, wer hat Acid Frank gesehen? Wo ist Acid Frank? Was geht? Ich bin Acid Frank, Alter. Wie ist es? Acid Frank, Brother. Ich bin hier mit meinem G von LTB, Bruder. Wir sind hier. Könnt ihr wissen, was es ist, Alter? Wir sind hier in Köln. Heute wird lit. Heute wird lit, 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 lit. Aber es kommt nicht als Fabio? Nein, Bruder. Okay. Ich hab grad verstanden, du hast gesagt, ich heiße Fabio. Ich bin Acid Frank. Frank heißt du, oder? Wie soll ich mich nennen? Frank. Acid Frank. Sag einfach. Bruder, ich bin der Mann mit tausend Namen, weißt du? Also, mir ist scheißegal, Bro. Leute sagen, wo kommt das her? Bist du ist Acid Frank? Boah, Bruder, das Fass jetzt aufmachen. Ja, komm, ihr seid die Ersten, die es hören. So. Die Ersten? Die Ersten, die es ja, so raus posaunen. Und wir waren skaten hier in Köln, Alter. Ein paar Jungs in der Karre auf einmal. Wir halten an irgendeiner Ampel, Digga, da steht der letzte Lash, so ein richtiger Crackhead, weißt du, was ich meine? Oder mein Homie hinten in der Karre schreit durch die ganze Karre, yo, so ein Acid Frank, Alter. Oder wir kamen nicht raus, Digga, wir haben so behindert gelacht, wir sind so gestorben, Alter. Ich hab zu dem Zeitpunkt schon gerappt, so, und irgendwann meine ersten Soundcloud-Tracks hochgeladen. Und ich war so, Bruder, wie nenne ich mich? Wie nenne ich mich so? Ich hatte keinen Namen, kein Nix, so. Und ich dachte, Acid Frank. Oder seitdem geht nie wieder aus deinem Kopf. Seitdem geht. Und das ist die Story, wie Acid Frank geboren wurde. Und jetzt ist er hier bei Nova Events Turner mit den Lit Kids, mit diversen anderen. Sind wir hier am meisten Hype? Wen hast du vor? Oder Shoutouts an meinen Bro Rotzer. Von Rotzer freue ich mich am meisten. Nase, sie will bei mir blasen. Show. Auf den freue ich mich am meisten von allen. Shoutouts. Junge, ich check nicht, wie ich fokussiere. Nee, for real. Nee, ich bin auf Video. Es läuft doch schon so irgendwie. Das läuft schon. Ja. Das ist ein cringiges Spiel. Ah doch, ja, hier schon. Oh, okay, yo, was geht, Jungs? Was geht? Bist du drin? Bist du drin, Bro? Ich merke, ihr seid ready. Alles fake, ich glaube nicht. Ich hab Homies und so alles fest. Sie fragt, wie beginnt mir jedes Okay. Ich bin nicht wie ich, ein Hit, no way. Ich brauche keine Diamonds, keine Gold Chains. Alles mit der Hand auf ihr Broadway. Sie fragt, wie beginnt mir jedes Okay. Kurzpause, wir haben einen neuen Track gemacht. Diese Woche. Auf dem Track ist der gute SZA. Und das ist wieder ein Moshpit-Banger, aber ein Böser. Warum seid ihr was gefasst? His jewelry, whack, his footsteps, whack. Junge Fans out, ich bin viel zu tun, ich komm nicht klar. Dann immer mit der Gabia. Im Pocket der Postkutten, Überdose, Kalschka. Auf Frankie's Beats, der Respekt für die Kalschka. Mit Mac ID represent ich die Mannschaft. Und wir fliegen wie ein Space Shuttle. Unser Mutter stellt auf Wüste, wenn wir heiß passen. Bei unserer Mucke, dicker Spieß, wird das ich selbst machen. Während deine Fähigkeiten nur mal Geld labern. Ey, okay. Ey, mach den Mund, Kill Mund!
Was? Bro? Kommt das da online? Ja, ja, auf YouTube. Ich check das ab, Digga. Krasse Scheiße, Mann. Überprüfung. Hier, Mama, auf! Alle singen! Baby, nimm mein Herz, das ist Liebe to go. Alles dreht in meinem Kopf, ja, I'm losing control. Und ich dir schon wieder alle meine Feelings ins Fall. Eigentlich sind alle da, but I'm feeling alone. Baby, nimm mein Herz, das ist Liebe to go. Alles dreht in meinem Kopf, ja, I'm losing control. Und ich dir schon wieder alle meine Feelings ins Fall. Eigentlich sind alle da, but I'm feeling alone. Junge, pass out, ich bin viel zu dumm, ich komm nicht klar. Das ist ein Held, Junge, nimm die Flasche mit ins Grab. Mach meine Hand zu Flaschen, Kinder, seit dem ersten Tag. Steh jetzt auf der Bühne, weil sich das halt so ergibt. Nova Events, yeah. Linus, Absent Lexica, everybody here. What's up? It's Young Zanis. Crazy, going man. Crazy on this shit, yeah. Yes, sir. Chiara ist auch inzwischen angekommen, Manu Chiara. Bro. Normal, Bruder. Le Peep. This. Lil Peep. Lil Peep. Guck mal, Zaubertrick. 1, 2, 3. Lil Peep, Gaffbeuschrift. Lil Peep, Gaffbeuschrift. Ja, und warte, dann mische ich mich auch nochmal ein. Digga, Blend out in this bitch. Dieses Tattoo hat zu Bro for Fiji gestochen. Grüße gehen raus an Nico an der Stelle. Er weiß, er kennt mich. So, ja, yeah, that's all I have. Was ist das für ein Tattoo? Zeig nochmal, was ist das? Hell und ein Audio. Genau, Mann. Mein Künstler ist dagegen zu sagen. Mann, wie heißt du? Young Rejects. Wie? Young Reject 357. Yo, yo, yo. Young Zanis. Young_Zanis. Und mein Name, der fliegende Holländer mit warum? Ä am Ende. Aber warum heißt er der fliegende Holländer? Er ist Holländer und immer high. Also ich hätte fast Kette gesehen. Lass mich jetzt mal. Geht, Alter. Machst du Fotos oder was? Nein, ein Video. Video? Das war krass, Alter. Was geht? Das ist Bier. Was trinkt ihr denn? Da hinten habe ich auch noch ein Bier stehen. Was? Zwei Bier, beide angebrochen. Sag mal Shoutout. Shoutout an LTB Magazine und Juicy Underground natürlich, ne? Mann. Sonst Shoutout vielleicht noch an meine Homies, mit denen ich hier bin, so. Mit wem bist du da, Bro? Ich bin mit Nico, Niklas, Julian, Marvin, also Bibo, ja, das ja, ja. War's schon. Ich bin auch gut reingekommen, ganz ehrlich, hat auch nicht lange gedauert oder so. Frank in the house, Lucky Senpai in the house. Was? Die Lavaliers. Ja. Hat sie? Boah, Forellen, Freunde. Was hast du denn da gemacht? Bis der Fokus schallert, Alter, das dauert. Jetzt. Marco guckt nur durch den Bildschirm, er guckt gar nicht mehr mit seinen Augen. Tickets halt letztes Jahr gekauft, ne? Letztes im Oktober Jahr. Schon, ja. Ja, sollte eigentlich letztes Jahr Oktober sein, aber wurde halt bis jetzt verschoben. Wer war damals ja. In Liner? Da waren halt Lyron und Young noch in Liner. Jetzt sind die halt nur so hier. Aber wieso sind die nicht mehr? Keine Ahnung. Also die kommen safe mal auf die Saves so mit den anderen Feiern, aber sonst. Aber auf wen bist du jetzt am meisten halt im neuen Line-Up? Boah. Auf jeden Fall Absent. Landau noch. Litkids. Oh, Litkids, ich kenne die fast gar nicht. Da kenne ich nur Tilo. Dann lernst du sie kennen heute Abend. Shoutout Litkids. Cenk in the house. Yeah, yeah, shoutouts to LTB. Ich schwöre, es ist die Zeit, Bruder. Was? Okay, warum bist du hype? Warum bist du hier, Bro? Ich bin nur wegen euch hier. Scheiß auf die Rapper. Ich bin nur wegen LTB Magazine hier. Ich freue mich brutal auf der Absen, Tilo. Der Roger kommt schon. Roger war schon abartig. Tilo ist bestimmt. Digga, ich bin so durchgeschwitzt. Gab's schon Ex? Digga, ja, ist brutaler Moshpit, Digga. Fuck! Rage! Ich muss rennen, bei ich hab Rage! Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie der Plan ist. Keine okay, Ahnung. Einfach so spontan. Einfach spontan, Spaß. Fließend. Flowing. Genau. Ja, dann noch viel Spaß. Auf jeden Fall. Tschüss. Peace out. Ja, was geht? Finny hier. Wir sind hier bei Nova Events in Köln. Ich hoffe, euch geht's gut. Du bist jetzt heute hier auch, um was zu performen? Bist du ein Special Guest vielleicht? Nein, bei Tilo, Bro, oder? Ich bin einfach nur hier, um die Homies zu unterstützen. Ah, okay, das ist quasi auch so eine Art von so Community. Genau, Bro, genau. Digga, es war lang Corona, weißt du, es ging lange nichts. Es sind Leute aus dem Saarland hier. Ja. Ich bin aus Bayern hierher gefahren, weißt du, es ist alles Mögliche. Safe, safe.
Frauen. Hey, wir sind auch heute von Nürnberg gefahren. Ja, nicht Bayern, Bro, Franken. Ganz wichtig, Franken. Entschuldigung. Ganz hey, wichtig. Wir klar, sind keine Bayern. Land, kein Bayern. Genau. Kopf hängt an den Eiern, der Hund schaut wie ein Geier. Genau. So weißt du Bescheid, Mann. Weißt du. Frankenland, kein Bayern. Wichtig. Wichtig. Ja, Mann. Jetzt geht's. Alle, 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 alle. Ja, früher kein Applaus, heute krieg ich dich. Liebe. 3, 4 Fans in my bed, in my bed. Entschafft ihr das von hier mit nach da hinten so komplett auf und dann haut ihr euch alle in die Fresse? Meint ihr, das schafft ihr? Ja! Super! Komm, hier genau in der Mitte. Macht mal Lärm für Mokuba! Bitte, bitte, fuck nicht ab, wenn es deine Stunde war. Bis es Tag oder Nacht, denn du kackst wieder ab. Geh im Laptop auf dein Grab, für Klamotten nie gezahlt. Schick die Kohle heute ab, Moko schläft den ganzen Tag. Was du machst, ist bla bla, was wir machen. Vater, wie ist toll? Das ist ne Vater, ist exotisch. Das ist ne Vater, ist mit Linden. Das ist ne Vater, die ist schwierig. Ja. Ich trinke Vater Heroin drin. Ja, fahr mir eine Zeit, das ist die Lacka. Hey! Oh, ist das CC Chang? CC Chang in der Haus. Oh, ist das Acid Frank? Acid Frank in der Haus. Bro, wir sind auch hier, so, wir sind hier draußen. Wir sind voll gesagt. Keine Shoutouts an diesen Typen, der einfach meine Tasche kaputt gemacht hat. Bruder, das auch. Richtig, ich hab die ganze Zeit Angst, dass es passiert. Ich hab eine ganze Tasche. Du hast eine ganze Tasche. Aber die hast du heute schon verloren, oder? Ey, ja, ich hab die heute schon verloren, aber ich hab sie wieder. Das ist das Wichtigste. Ja, auf wen freust du dich, auf wen hast du Bock heute Abend? Ey, an sich, auf wen am meisten? Rotzer war schon da, das heißt, Rotzer habe ich gefühlt, ansonsten Lexika safe. Lexika ist es, glaube ich, am meisten. Hast du Bock auf den Litkids-Auftritt? Hast du Bock? Was laberst du? Das ist keine Frage. Das letzte Mal, als ich bei 030 sein Kilo-Set gesehen habe und alle Litkids dabei waren, ich glaube, Malte war nicht, ich bin mir nicht sicher, aber als Heini nüchtern und Tilo Bestes Leben Remix gespielt haben, bin ich in Tränen ausgebrochen. Es war ein wunderschöner Moment. Genau. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt ist, weil da war es ja Main, Tilo. Und jetzt ist es ja richtig Lit Kids. Dusi war wild, man. Feier ich dir. Ich habe zufällig Deo dabei. Ich habe ein Deo dabei. Ich hab den Deo, Bruder. Gotta stay fresh, gotta stay clean, baby. Wo ist das Deo, Digga? Ey, das musst du kurz durchmachen. The party is explosion. Check me out on Spotify. The Flying Dutchman in German. Hey,
Ey, dicker Dankeschön. Köln, seid ihr ready für Blow? Ich küsse euer Herz. Zeigt mir einen richtigen Moshpit. Ich will euch sehen. Key für Blau, Autotune Key für Blau. Ich bin so akki, ich treff keinen Ton mehr, aber egal. Ey, Kreis! Ey, ey! Kreis! Blau! Wir waren nicht allein. No! Alle Namen sind der Preis. Ich glaub, Satan auch ein Mein. Mein! Damals war das geil. Nicht allein, na, all die Namen sind der Preis. Ich glaub, Satan hat kein Mein. Was mir bleibt im Bilde und die Sätze, die du mir einmal geschickt hast. Und sie dachten rein und wisst das. Bob und Billys und die sind so weiß wie Tic-Tacs. So wie Tic-Tacs. Gehe nicht mehr raus, denn ich bleib von meinem Traum. Die du nur so bist, da musst du mich schon einmal. Alle aufmachen! Ey! Hör mir Handy ist ein Ja, weil Leute reden, du hörst doch, wenn du schuldig jemand hast, dann musst du mich schon einbauen. Ist das alles auf die Scheiße, Bro? Wenn ich daran sterbe, Mann, dann soll das auch so sein, Bro! Ey! Die Feuer ist halt voll tot, weil ich glaub, es geht nur hoch, also Rapper drum geleitet, Bro! Okay, Köln, guck mal. Ich will ganz kurz. Guck mal, wir haben Rotza, Dusi, Lendo, Lexica, Abset. Machen wir nochmal fett Lärm für alle Künstler, die am Start waren. Meine Fanta wird grün, weil da irgendwas drin ist. Und wenn du sagst, ich wär nicht King, nur weil du blind bist. Ich komm damit nicht klar, ich hab okay. Fels in den Blitz. Du warst früher nicht da, und jetzt sind wir im Spruch. Ihr reitet die Welt, und wir reiten die Ochsen. Wow. Kreis bleibt klein, weil alle erforschen. Sie will die Ochsen und kosten 30 MG für die Kosten. Früher waren es 10 und verkauft mich Boxen. Nein, ich komm klar wie Max. Ich bin mir wieder. Ich hab 99 Problems, aber keins ist mit Daten. Der macht die Nacht durch, der auf Dauer kein Mann. Und mein Glückwunsch ist nicht Sponsor bei Papi. Mein Leben sagt, er braucht so ein Klima-Problem. Ich hab keine Angst, dass er mich belügt. Aber ich glaub nicht, dass das hier Zufall ist. Weil alle meine Plays haben Zuversicht. Hey, komm mir doch da! Ich bin auf
Phase. Wenn du drauf immer nur am Ufer bist, ich hab noch viel zu oft gesagt, ich guck du das nicht. Auf deine Flex Party, mach ein Muffin, das mein Donald und den Wake Money. Ich hab Drogen und ich bin es, was ein Drecks wird. Dankeschön. Dankeschön, Ken, was geht ab? Was geht ab? Ey! Wir haben hier was für euch, wir haben hier was, wir müssen lauter sein. Was? Ey! Achtung, was? Ey! Ich bin dumm, wenn ich dumm bin. Könnt ihr noch da? Ich bin dumm, wenn ich dumm gehen will. My life can't go, my life can't go. Und sie weiß, ich hab es. Eins von den Ops, ich bin straight auf dem Nachttisch. Ich geh dumm und ich mach was ich will. Drei, vier Pilze, der drin vom Grill. Airbnb, die Terrasse war wild. Liegt es nur an mir, oder sieht er uns nicht? Jetzt hab ich mal gesagt, dass ich nie wieder was zieh. Dann auf sie und ich sind in einem besonderen Fan. Jetzt mit dem Villa haben vor 20 MG. Was das so viel kostet, die Jeans? Hab irgendwie mit den Rissen und ich mach noch ein Riss. Ich bin in der Villa und ich tausche sie da. Was Kilo hat gesagt, er hat die Tausend dabei. Ich hab gut gemacht, ich hab der Ego machen selbst. Und davon ist mein letzter Tag. Stand immer auf, weil dein Kilo ist noch nicht ready für den scheiß Tag. Und wenn Mama kehrst, okay, Kilo los und recordet ein scheiß Tag. Von 6, 6 zu 2, 4 bis 0, 3, 0 und 3, 8. Ich hab hier und bis da und bis nie das scheiß Tag. Ey, das ist so X, das sind keine Teile, das Kodein, das ist keine Scheiße. Und diese Lady vergisst ihren Freund. Ich werde gebräunt, danke am Bus, wir haben gar nichts bereut. Vielleicht geh ich tot, aber safe nicht heul. Vielleicht geh ich tot, baby, bitte nicht scheuen. Sie will chillen, weil kein Tino ist beliebt, yeah. Keine Frage, warum ich das hier verdient, yeah. Wir hatten nichts, außer Jimmels auf dem Spielplatz, yeah. Jetzt mach ich Cash, ja, genug fürs ganze Team, yeah. Keine neuen, das sind immer noch die alten. Ich hab schon viel Scheiß gesehen. Ich hab noch nie mal erlebt, dass mich ein Brief verhält. Ich hab die Demons versetzt. Mit sehr viel Schein bin ich breit. Kann ich Santos besetzen? Kimo E auf ihren S. Ich hab die Demons versetzt. Mit sehr viel Schein bin ich breit. Kann ich Santos besetzen? Soll ich fallen, dann fall ich auf Steine. Sie legen den Ding, ich leg auf die Uhr Steine. Das ist meine Mütze, bei That's Gott. Not a cap. Ich sag dir nicht. Oh mein Gott, warte mal. Ja, innen was ultra. Ja, man, so hab ich auch immer gemacht. Den musst du so machen. Den musst du so machen oder so. Weißt du, ich meine? B, große B? Mal sehen. Aber, sehen wir auf dem Bild. Aber mit zwei Händen ist das voll weird am Anfang. Safe. Also die von euch über die noch mal. Ja, Mann. Ich kann nicht! Yeah. Cool. Ich mag Qualitäten. Also, es kommt immer auf den Künstler an. Es kommt immer auf den Künstler an. So, manche haben Bock, manche wollen einfach nur feiern. Ich möchte aber, es war nice, es hat Spaß gemacht. Schauen wir Leon für den Schlafplatz. Ja, wir schlafen in seinem Bett. Alle zusammen. Ich hoffe, meiner Account. Kauf den LTB-Hoodie. Pre-order now. LTB, beste YouTube-Kanal. Kauf den Hoodie. Abonnieren alle. Wie heißt der Bro? Wie heißt der? Der ist auf Instagram. Lil Boy Knife, weiß ich. Ja, Mann. I know you. Support seit Anfang an. Wie fandet ihr die Show? Großteil war auf jeden Fall sehr nice. Sehr viel Energie, sehr intensiv. Ging sehr viel ab. Die ganze Zeit Moshpits, die ganze Zeit Feier, die ganze Zeit Party. War sehr nice auf jeden Fall. Als erstes Konzert seit langem. Hat echt Bock gemacht. Und ja, Energy war da. Und ja, war geil. Welcher Act war am besten für euch? Ich fand Absent. Ja, Absent. Absent war am meisten für mich auch auf jeden Fall. Aber das liegt auch dran, was ich halt am meisten feiere, so, weißt du. Ich hätte mir ein, zwei Young Mon Lyron Tracks gewünscht, aber Absent war echt nice. Absent war sehr nice, ja, safe. Ich fand's auch sehr nice. Ich habe nicht alles gesehen. Aber was ich gesehen habe, war sehr nice, deswegen Shoutout dafür. Was ist jetzt euer Plan? Geht ihr jetzt noch in die Stadt oder geht's nach Hause? Was habt ihr vor? Ja, einfach mal schauen. Ich glaube, Kreste oder so.
Ja. Maybe noch, aber. Wir kennen hier ein paar Leute, wir gucken mal, wo wir hinkommen. Und dann wird das. Bisschen connecten und dann mal schauen, ja. Das klingt nach einem guten Plan. Wir machen das Gleiche. Let's go. Du musst doch nicht, du musst doch nicht. Es ist vorbei, wir stehen hier mit drei hübschen Jungs. Wie geht's euch? Sven, den hab ich gar nicht bemerkt. NRW ist Lieblingsboyband, aber außer er. Nein, der ist egal. Guck mal, der macht... Ach so, NRW ist Ding? Nein, Bro, ist egal. NRW ist Lieblingsboyband. Nein, du bist aber keine Boyband. Wir sind die Boyband. Irgendwo ist er ist auch Teil des Albums irgendwo. Irgendwo ist er auch Teil. Ich bin einfach ein Cover gemacht. Ich hab das Cover gemacht. Aber er war bei ersten... Er hat die ersten drei Songs gehört, die entstanden sind. Deshalb ist er auch irgendwo Teil des Albums. Er war bei deinem potenziellen ersten Auftritt dabei. Ja, bei dem du nicht warst. Du warst dann mehr als ich, das stimmt. Und wie fandet ihr den Abend? Um euch jetzt kurz zu unterbrechen. Oh, also, es war super. Also das Ding ist, ich habe halt mehr hinter die Kulissen erlebt. Also, und war so, ich sag ehrlich, war halt, nein, was ihr müsst, einer gleichzeitig. Ich mich aber auf der Stage. Also das Ding ist, ich habe halt leider sehr viel gepasst, weil ich dachte so, ja, keine Ahnung, ich bin halt an der Kasse, ich habe halt sehr viel vom Eingang mitbekommen und so, aber Kilians Auftritt zum Beispiel war geisteskrank, so, ich hab's... Wer ist Kilian? Absent. Und keine Ahnung, es war halt geisteskrank, Justins Auftritt, also Lexikasse Auftritt genauso, war geisteskrank, ich hab's so geliebt, es war, die Crowd war geisteskrank, was soll ich sagen, keine Ahnung. Was Sven eigentlich sagen wollte, es hat Spaß gemacht, es war einfach sehr toll. Viel Spaß. Es hat sehr viel Spaß gemacht und... Okay, Bruder. Was sagst du, wie war's für dich? Ey, zum ersten Mal Leute getroffen, die mich feiern, Bilder machen wollten. War mega geil, wirklich. Ansonsten, viel habe ich nicht mitbekommen leider, weil ich auch viel draußen gechillt habe, aber Rotzer war krass. Ansonsten, Absent, muss ich Sven absolut recht geben, war völlig crazy und der krasseste Rager auf der Stage bei Absent war einfach er. Das war er. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, das war's. Was macht ihr jetzt heute Abend noch? Was geht bei euch noch? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwas geht wahrscheinlich safe so. Wir werden noch mit ein paar Leuten ein bisschen saufen. Keine Ahnung, mal gucken, was geht. Es wird schon irgendwas ergeben, denke ich. Das klingt doch wunderschön. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Und Shoutout an Lufre und Sven Schwede, oder? Du bist es, ja? Ja, safe. Der Allerechte. Shoutout an wen? Shoutout an meine Mom. Shoutout an Ruven, der gerade neben mir steht und irgendwelche Scheiße macht. Ruven! Okay. Shoutout an Janni. Shoutout Janni. Shoutout an Midnight. Wir geben uns. Shoutout Midnight. First. Ich habe ihn das erste Mal gerade in Real Life gesehen und wir kennen uns gefühlt seit 2 Jahren oder sowas. Wir sagen schon 1000 Mal so: Shooting hier, Auftritt da, Geburtstagsparty da. Noch nie gesehen. Er ruft: Janni, ich drehe mich um. Ich glaube, das ist ein Double. Free Take K. Ich muss den Korn Umgebung. Aber ich gehe kurz. Also wir machen das Mic nehmen oder muss ich nicht? Nein. Dann hin. Also, was geht, LTV Magazine? Wir waren hier gerade bei Nova Events, haben übertrieben geile Künstler gesehen. Ich muss leider jetzt ganz schnell weg, aber liebe Grüße von Reza, ihr hört demnächst ganz viel. Ganz viel. So. So, wir sind hier gerade bei LTV Magazine. LTV, Bro. LTV Magazine zu Gast bei Nova Events. Wir haben heute kranke Newcomer-Artists wie Absent, Tilo und zum Beispiel Lexika gesehen. Wen fandest du am besten? Ich fand am besten Sevirin, aber ich bin voreingenommen, da ich Sevirin seit 2019 kenne und auch auf den Gefangenen-Touren war. Was sagst du zu dem Shirt hier? Das Shirt, das heißt, Arbeiter am Leben, dieses Shirt ist eine... Was sagst du zu diesem Shirt? Ist das Arbeiter am Leben heißt, bemühe dich, dein Leben besser zu machen. Deswegen finde ich, Arbeiter am Leben ist eine 1-Ast-reine Lebenseinstellung. Free Take K, Free Push Scheißti, Rest in Peace fucking Speaker Knockers, Rest in Peace X, Rest in Peace Lil Peep, Rest in Peace Juice WRLD. Und free fucking PK, gang. Word. Ihr könnt natürlich auch was dazu sagen. Habt ihr Bock, irgendwas zur Party zu sagen? Ich frag euch jetzt. Okay. Hat ihr Feuer gerade? Wie fandest du die Party? Ich sehe, du hast auch die Nova Chain umhängen. Es war geisteskrank Absturz. Also wirklich alles war komplett. Es war einfach perfekt. Besser kann der Abend nicht gehen. Also wirklich, Shoutouts gehen raus. Wirklich. Also
Ja, das, man kann dazu davon nicht mehr sagen, es war einfach legendär und alles, was darüber hinaus ins Universum steigt, also wirklich. Welcher Act war für dich am krassesten? Das ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, jeder hat seine einzige Art und Weise, aber ich würde sagen, am meisten was ging, war glaube ich Lexikon Absent. Das war glaube ich safe, absolut. Das ist der Höhepunkt der Atemsamen. Wie fandest du... Keine Ahnung, egal. Wie von den. Sorry, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Wollt ihr auch was sagen? Gut, Digga, ist auf jeden Fall heftig. Bist von wo bist du, Digga? Bist du von LTV Magazine? Willst du was sagen zum Konzert, Bro? Ja, was geht, Digga? Hier ist Janky, Mann. So, das Konzert war todeskrass, so. Ich hoffe, die ganzen Leute hier gehen nicht einfach jetzt direkt ins Hotel, sondern die gehen auch passed out. Und ja, so waren viele besoffene Leute dabei, so das Wort einfach drinne gehotboxt, so todeshart. Und ja, so, Digga, was soll ich dazu sagen, man, todeshart, so. Und ich, ja, ich geh gleich auch noch pass. Ja, ja. Gutes Statement auf jeden Fall. Was war dein Favorite Act heute Abend? Okay. Filmt das noch? Okay. Mein Favorite Act war auf jeden Fall Absent. Weil das Ding ist, Absent ist auch ein Homie von mir, so mit dem ich auch hier. Auf jeden Fall todeskrass. Wir waren auch auf der Bühne drauf, so ich war auch drauf. Hab ich hart gefühlt. Und ja, Mann. Todeshart. Ja, ja, wir wollten eigentlich noch zu so einer Aftershow-Party, aber die wurde abgesagt, weil der Gastgeber todespass ist. Aber ja, das Ding ist, wir haben uns kein Hotel geholt, wir pennen so mäßig im Auto und wir besaufen uns und dann pennen wir einfach im Auto, ja. Das ist the way of life, den man manchmal gehen muss, weil du hängst hier ein bisschen fest. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Hau rein. Safe, ich dir auch. Willst du noch einen Shoutout verteilen an irgendwen? Ja, safe. Shoutout an Alex Meski, der ist leider nicht hier, auch ein guter Homie von uns. Und ja, Mann, schade, dass du nicht dabei bist. Viel Spaß dann noch, ciao. Skip, Bro, wie war für dich der Abend? Ja, war heftig auf jeden Fall. Ich habe mich voll auf die Lit Kids gefreut, ne? Und auch. Man zieht es an deinem Pullover? Ja, habe ich mir direkt geholt, ne? Lit Kids. Ich bin Tilo-Fan schon echt lange, kenne ihn schon lange, aber auch schon Santa an ihn geplackt und sowas. Was geht's so, ne? Hier? Was geht's Tilo, bester Mann. Um was geht's hier? So Review, wie okay. Das... Ey, das wer das immer auch immer sieht, Absent ist der krasseste hier. Das ist der krasseste. Ja. So, hab ein Bild mit Absent gemacht auf jeden Fall. War ein übelst gutes Konzert, was mich ein bisschen schade gestimmt hat, dass Tilo nicht die neuen Sachen gespielt hat. Mhm. Oder nur Litkid-Sachen gespielt hat, aber sonst war Rotzer war krass, Absent war krass, alle waren krass. War ein sehr gelungenes Festival, muss ich auf jeden Fall sagen. Hättest du gern ordentlich gehört? Ja, sehr gerne. Und auch entweder. Aber das sind halt die Tracks, die er nicht mehr bringt, ne? Die mag er ja nicht mehr. So. Was sagst du dazu? Findest du es verständlich oder? Ja, verständlich. Vor allem mit Prism, was abging, ich hab's auf Twitter gelesen. Kann ich verstehen, dass er dann keinen Bock mehr auf das Lied entweder hat, ne? Ist ja natürlich logisch dann auch irgendwie so, ne? Mann, und was ist jetzt noch euer Plan? Was geht noch bei euch? Was geht noch bei uns? Wir chillen noch ein bisschen, so lassen den Abend ausklingen, so. Falls ich noch einen Shoutout raushauen kann. Mal, du kannst auch 10 Shoutouts raushauen. Okay, einmal an die beiden Jungs hier. Shoutout an wen? Erik. Und an wen noch? Dimi. Shoutout Erik und Dimi. Dann einmal mein Dings Instagram. Kusi like Snorlax. Wie? Kusi like Snorlax. Also entspannt wie ein Relaxo halt auf Englisch. Kusi like Snorlax. Und mein Künstlername ist Too Young und mein Name ist Kio. Okay, die Batterie ist alle. Was geht, Bro? Ich bin Kadenci. Was geht? Du bist Kadenci. Was geht, Bro? Herzlich willkommen bei Nova Events in Köln. Willkommen zurück. Was geht bei euch? Wie war der Abend für euch? Der Abend war so insane, ich bin in den Moshpits, also jeder ist auf mich so gepaart, so, das war zu krank, ja. Was sagst du? Es war ein krasser Turn-up, so. Ja, Mann. Kann man so festhalten, so. Das ist auf jeden Fall ein Statement, das ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Vergessen in seinem Leben. No joke. Welche Acts haben euch am besten gefallen? Natürlich Lexika. Oh, damn. Und für dich? Tilo und auf jeden Fall Don. Liebe to go. War Don da auch? Ja. Ah, okay, krass. Habe ich gar nicht gecheckt, aber nice. würdet ihr sagen, du hast gemeint Tilo so und würdet ihr sagen, die Lit Kids haben den Auftritt zur Party gemacht, ja oder nein? Ja, klar, safe. Oder was sagst du? Hat gefehlt.
Was hat gefehlt? Crashen. Wer? Crashen, der Song von Tilau. Ah, okay. Ach, Crashen, okay, okay, okay. Na, ja, Mann. Und was für dich? Noch irgendwas außer Lexika, was hast du noch hart gefeiert? Ich hab von Doozy Daydate sehr gefeiert. Also, die Moschpilz war ein Hammer. Waren krank. Schau hier auch ein bisschen rein. Schau da Doozy an dieser Stelle. Und was geht bei euch noch? Geht's jetzt heim? Ja, keine Ahnung. Ich mach mit Homies was irgendwie. Und dann irgendwann gehe ich ins Hotel und dann gehe ich irgendwann schlafen, safe oder so. Safe. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, oder? Ja, ich muss morgen arbeiten. Du musst morgen arbeiten. Das ist ein bisschen belastend, aber du schaffst es. Safe. Okay, haut rein, Jungs. Ja, schön. Ciao, ciao. Wollt ihr noch einen Shoutout geben, ganz kurz? Ja, Shoutout an Z-Boy Kirai. Ah, Mann. Shoutout. Big Shoutout Ulux und Big Shoutout auch an Z-Boy. Shoutout an 369. Okay, dann let's go. Lasst es euch gut gehen. Danke. Kurz das machen, wenn du Bock hast. Ich ernst, aber jetzt. Also, ich habe eben ein bisschen Flachs gemacht. So. Okay, let's go. Yo, ich bin hier mit Janni, aka Janni, okay. Und es ist okay, dass wir hier sind? Oder was sagst du? Okay, Janni, ja. Janni, are you okay? Are you okay? Are you okay? War ein schöner Abend für dich, hat es dir gefallen? Mega. Es war actually das erste Mal, dass ich so, wie soll ich sagen, also wirklich Live-Auftritte fotografiert habe. Normal mache ich immer nur so, wie soll ich sagen, ich habe den Faden verloren. Gestellte Bilder, genau, sage ich eher gestellte Bilder oder Coverfotos oder so. Und das war das erste Mal, dass ich live in Szene fotografiert habe. Das hat Todesbock gemacht. Geistgeschirr. Also allgemein Nova Events, crazy, crazy. Big Shoutout Nova Events, Shoutout Bilal für die nice Party. Shoutout an die Artists. Welcher Act hat dir am besten getaugt? Ich bin ehrlich, glaube ich, Lit Kids waren live am krassesten, aber die Crowd war bei Absent am heftigsten. Also die sind echt mies abgegangen. Der gut aufgemischt, ne? Shoutout an alle Beteiligten. Es war sehr schön. Shoutout Bilal, danke für die Einladung. Und jetzt geht's nach Hause. Du hast ein bisschen wenig geschlafen heute Nacht. Ja, aus Berlin nach Dortmund, Dortmund-Köln, Köln wieder Dortmund. Ah, stressig. Und Struggles mit der Deutschen Bahn, das kennt man ja. Kein Shoutout an Deutsche Bahn, auf gar keinen Fall. Stattdessen geht der Shoutout an, oder auch drei Shoutouts. LTB. Damn, Shoutout LTB Magazine. Ich hab gar keinen Plan. Okay, was geht? Ich bin hier mit Alex Connor. The real Alex Connor, muss man natürlich dazu sagen. Was geht bei dir? Gerade mega fetten Auftritt gehabt, Alter. Ja, mir geht's auf jeden Fall gut, Alter. Hast du auch einen Song performt oder was? Warst du bei was dabei? Ja, safe. Ich habe auch einen Song performt, Alter. Flight Mode mit Absent. Nice. Und wie war das für dich? Also krass, war auf jeden Fall krass. So, das war das erste Mal, dass auch eine Meute dabei war, so mäßig so, die auch die Songs kennt, weißt du, wie ich meine? Ja, was sagst du zur Meute? War heute Abend gut am Wilden? Ja, war richtig gut am Wilden, Alter. Die Leute hatten richtig Lust. So, war sehr, sehr cooler Vibe. Na, Mann, und was war abgesehen von Absent so dein Favorite Act heute Abend? Mein Favorite Act heute Abend? Also von dem, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall Daniel Lanzinger ziemlich krass. Wer? Daniel Lanzinger. Wer ist Daniel Lanzinger? Ich glaube, das können wir hier vielleicht nicht leaken. So, wir können ja einen Piepsound reinmachen. Stellt euch hier einen Piepsound vor. Ein Piepsound? Ja. Shoutouts an Daniel Lanzinger. Aber, nee, abgesehen von Daniel Lanzinger fand ich Lexika auch ziemlich krass. Lexika war ziemlich krass. Lexika war okay, Shoutout Lexika und Shoutout Daniel Lanzinger. Shoutout an Lexika. Lexika, Bro. Hardcore. Und Shoutout an Daniel Lanzinger. Und wann kommt neue Musik bei dir? Neue Musik? Am 15. nächste Woche tatsächlich. Single, EP? Das ist eine Single. Album. Ist eine Single. Emotionless heißt das Ding. Checkt alle Emotionless. 15.10. wird eine richtig krasse Single. Solo oder Feature? Ist Solo. Nice, ich bin gespannt. Safe. Dann, und was geht heute Abend noch? Was hast du vor? Heute? Auf jeden Fall eine fette Aftershow-Party, Alter. Wir machen heute auf jeden Fall richtig Turn-Up. Und ja, Mann, ich hoffe, ihr seid natürlich auch noch dabei. Hier auch der Dude hinter der Kamera, Alter, der Homie. Und Shoutout Konsti. Shoutout Konsti und du auf jeden Fall auch. Danke. So, ich hoffe, wir machen heute in der Aftershow-Party auf jeden Fall noch richtig einen drauf, Alter. Let's go. Noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendeinen Shoutout, die du verteilen willst? Was waren die abschließenden Worte? Was hast du gesagt? Es könnte jeden Moment das Album Narcissist droppen von dem aktuellen Künstler Playboi Carti. Er wollte sagen, Shoutouts an Playboi Carti. Es gibt keinen besseren Artist als andere, ist eine invalide Meinung. Und
Homicide, Homicide, Gang, Gang, Gang. Siehst du das auch so? Ich sehe das genauso. Shoutouts, ja, Shoutouts an Daniel Lanzinger. Ich bin raus. Schönen Abend euch noch. Ey. So, das Ding ist, die wollten noch so ein bisschen mäßig so Shoutouts geben, so an Daniel Lanzinger und Stepgod's Mom, so. Ich liebe Stepgod's Mom, so, ne? Stepgod ist auch für mich wie so wie ein Sohn. Deswegen Stepgod, auch nochmal Shoutouts an dich. Daniel Lanzinger, ich liebe dich, Bro. Und du hattest einen geisteskranken Act heute, so mäßig, Digga. Fühle ich hart, was du gemacht hast, so. Whole Lotta Red hat mehr Ansehen verdient als irgendein Lied der Beatles. Whole Lotta Red ist eine Wende in unserer heutzutage gegen sozialen Beschäftigungen, also Whole Lotta Red ist einfach... So, was sagen möchte der Underground Shit, ist einfach hart so, Digga, ahnt den Shit, Mann, so, ahnt den Shit, so. Whole Lotta Red ist ein Album, was sich auf die sozialen Missstände bezieht und was einfach jeden Menschen aufklären sollte. Besonders Vamp Anthem, Rockstar Made und Stop Breathing, das wird jedem seine Augen öffnen, wenn er das hört, dann... Weiß er Bescheid, mehr habe ich nicht zu sagen. Schönen Abend. Das war ein schönes Statement. Würdest du das so unterschreiben? Ich würde das genauso unterschreiben. Ich weiß nicht, was der Dude gerade gesagt hat, so, aber safe, würde ich safe unterschreiben. Ja, würde ich machen. Und was sagt ihr dazu? Ist genauso? Ja. Genauso. Ja. Ich stimme zu, ja. Safe, würde ich auch so sagen. Luki, würdest du mit diesem Statement, würdest du da mitgehen? Ja. Ja. Jo? Ja, Mann, auf jeden Fall. Safe. Okay, let's go. Dann. Zieht auf jeden Fall durch mit dem Scheiß. Ihr werdet auf jeden Fall besser als Freitag 0 Uhr. Front gegen Freitag 0 Uhr? Nein, ist kein Front, aber ich gönne euch das. Ihr seid korrekte Dudes, deswegen. Ja, Mann. Auf jeden Fall, das war ein geisteskranker Abend. Ich habe so viel rumgeschrien, meine Stimme war einfach weg und so. Ja, Mann. Auf jeden Fall war echt nice. Also, Shoutouts an. Na, Mann. Shoutout. Big Shoutout. Playboi Carti hat ein philosophisches Konzept gedroppt, was eigentlich jeden Mensch, der heutzutage existiert, seine komplette Weltansicht ändern sollte. Playboi Carti hat meine Weltansicht geändert. Song. Ey, Jungs, ganz kurz, warte, ganz kurz. Euer Statement dazu, was sagst du über Playboi Carti? Der beste Song ist Left Right, der schlechteste Song. Aber allgemein über Playboi Carti, wie stehst du zu ihm? Messias der heutigen Zeit. Playboi Carti generell kranke Beats, kranke New Wave, die er produziert hat. Das denke ich auf jeden Fall was Neues. I like it. Playboi Carti hat auf jeden Fall eigenen Style komplett kreiert. Ja. Also ohne irgendwas, der Typ hat was aus dem Nichts gemacht, so safe. Playboi Carti hat es tatsächlich geschafft, noch was Neues rauszubringen. Also wie gesagt, ich glaube, wir beide sind große Fans. Ja, safe. Ich hier vor zwei Wochen. Raus. Mario Judah, niemand mag diesen fetten. Mario Judah. Der hat Whole Lotta Red gedroppt. Einfach davor. Also Whole Lotta Red. Mario Judah kann sich nicht mehr in der Öffentlichkeit sichten lassen, weil das einfach nur peinlich war, was er gemacht hat. Mag sein, aber Whole Lotta Red. Was er gemacht hat, so. Whole Lotta Red auf jeden Fall. Ich war seit drei Jahren auf dieses Album am Warten. Würdest du Playboi Carti einen Shoutout verteilen? Ja, Mann. Shoutout am Playboi Carti, auf jeden Fall. Ganz dicker Shoutout. Allerfettestes. Allerfettestes. Das sagen wir alle drei so. Alle drei dicke Fettes. Shoutout Playboi Carti. Falls du das siehst, Bro. Größtes Shoutout an LTB Marco, auf jeden Fall. Und an LTB Consti hinter der Kamera. Safe. Und an LTB Magazine Family. An LTB Magazine. Kauf die Hoodies. Ich kenne auch LTB Magazine. Ich bete darum, dass ich auf LTB Magazine. Bestell die Hoodies vor. Bestell die Hoodies. Aber nicht den, das ist ein Messed-up-Piece, so, sondern bestellt so wie seinen vor. Der ist clean. Warte. Pass auf, die Hoodies werden noch viel besser als das, was er anhat. Bestellt die LTB Hoodies. Die werden legendär. Wenn ihr die in drei Jahren verkauft, ich schwöre, 200% mindestens Gain, weißt du? Was für Bitcoin, diese Hoodies, die sind der wahre Investor-Shit, okay. Weißt du? Invest ganz now. Ganz neue Wave. Invest now. Ja. Invest. Habt ihr schon investiert? Fünfmal. Ja, Mann. Zehnmal, Minimum. Bin ich dumm, oder? Ist sick, auf jeden Fall. So muss. Ich sehe, du trägst auch hier Mokuba. Ja, Mann. Auch sick. Man muss natürlich abwechseln, aber LTW Magazine auf jeden Quellen, Fall. Die man investieren muss, weißt du. Was er sagt. War LTW Magazine auf jeden Fall ganz vorne. Große Fans. Und ja. Aber kennt ihr auch Create Plus Connect?
Noch nicht. Noch aber nicht. Zum Beispiel hier, das ist ja auch eine Kollabo. Der LTB-Hoodie ist ja auch eine Create Plus Connect Kollabo. Mhm. Hier könnt ihr das sehen. Create Plus Connect, schaut Create Plus Connect. Und die Pants natürlich auch von Create Plus Connect. Sieht sick aus, sieht sick aus. Fun, und fun. Hier drüben auch. Immer großer Fans von großer Fan von Sticks. Oh. Ich bin Kuba. Kuba 244 und das ist Cheng. Hallo. Ich grüße alle meine Homies aus 5-6. Time Damon, Digga. Ich weiß nicht, was ich hier mache, ich bin mies betrunken. Warst du auf der Party, ich nehme an, ja? Yes, sir. Yeah. Welcher Act hat euch am besten gefallen? Ich habe mir bei Lando habe ich mir die Lippe blutig geschlagen und dann bei Tilo, ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, meine Nase angebrochen. Und bei dir? Bei mir war es Tilo und Rotzer. Rotzer, safe, Day Oneer bei mir. Ich habe ihm noch angerufen. Seid ihr aus Köln? Nee, Mann, Koblenzer. Hattet ihr eine lange Anreise, aber habt ihr schadlos überstanden? Das ging. Wie lange wart ihr unterwegs? Eineinhalb Stunden ungefähr. Okay, das ist entspannt. Ich dachte, das ist woanders. Eineinhalb Stunden. Ja, so in den Dreh anderthalb. Ja, ey, wir sind stabile, also Konzi war ein bisschen schneller, aber ich habe von 10.20 Uhr bis hier zur Venue, war ich um 18 Uhr dann. Das hat sich ein bisschen hingezogen, aber es war auf jeden Fall wert, deswegen Shoutout an euch. Wollt ihr noch einen Shoutout raushauen? Shoutout, meine Crews. VSO. Wer ist deine Crew? VSO. VSO. Ja, Mann. Macht ihr auch Mucke oder was? Ja, einfach nur der Freundeskreis so. Ja, Freundeskreis und bisschen illegal shit so. Griffith. Okay, so. Don't do that, man. It's illegal, man. Wie war's für dich? War echt entspannt. Ich war so nicht in die Cloud drin so, weil ich ein bisschen Planzert habe so, aber ich fand das sehr krass. Die Atmosphäre war krass, die Leute waren nett. Die fanden meine Mütze nice. So, die waren alle sehr offen. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, Mann. Sag so, die können alle wiederkommen. Macht Spaß hier. Okay. Würdest du nächstes Mal wiederkommen? Natürlich, immer wieder. Und bist du hier aus Köln? Nein, ich bin aus Duisburg. Also auch nicht so die weite Anreise? So 40 Minuten, ist eine Stunde ungefähr so, ja. Ja, Mann, das ist entspannt. Playboy Cardi hat die heutzutage Musik im Grundsätzlichen verändert. Ja. Was sagst du dazu? Also Playboy Cardi? Ich höre den nicht. aber das ist entspannt, er hat ein paar coole Lieder. Was war dein Favorite Act heute Abend? Rotzer fand ich nice. Aus Köln ist er auch, glaube ich, ne? Genau, und den fand ich entspannt und natürlich der Letzte. Machst du das? War auch sehr entspannt. Wer war der Letzte? Ich glaube Twilo, ne? Tilo? Ich kann den Namen nicht so gut. Tilo, Sevi und Heini Nüchter. Genau. Die Lit-Kids. Die waren sehr entspannt so. So, warum nicht, ne? So. Der hätte aber TD in meiner Bag spielen sollen. Darauf habe ich mich gefreut. Sevi Rin, wo war das Lied, Digga? Wo war das Lied, bei Gott? So. Letztes Mal auf Tour dieses Lied, ja, Mann. Alles auseinandergenommen. Er hat recht. 100%. Tilly Wien. 100% recht. Hoppe sie, Tilly. Shoutouts an Julux und an Forel 2220. War sicker Abend. Shoutout Julux. Aber keine Shoutouts immer noch an diesen Typen, der meine Tasche gemacht hat. Oh man. Das war diese Sau. Okay, alright. Hey Bro, ich muss rein noch.